So, good morning. It is 1st of November, All Saints Day in Germany. It's a German holiday. Also schönen guten Morgen. Es ist der 1. November, Allerheiligen. Es ist ein Feiertag hier in Deutschland oder in Bayern auch. And it's 5 to 8 in the morning. Es ist 5 vor 8 in der Früh. Und wir sind zurück auf 14 Dora oder Delta. We're back on permission 14 Delta, the small one in the back, behind the farm, and we'll see what we can find this morning. Dann schauen wir mal, was wir heute Morgen hier finden können. It's a little bit foggy again, the mist is out, and also es ist ein bisschen neblig wieder heute Morgen. Ich erwarte nicht zu viel. I don't expect to find actually a lot on here. These grounds haven't been very good, but we'll see. Also der Boden hier war bisher noch nicht allzu gut, obwohl wir gestern eine Silbermünze hatten. Aber generell gesehen für die Masse an Land und was hier alles durchgegangen ist, ist nicht sehr viel. Considering the amount of people that must have gone past this, it's actually pretty low on fines, I think myself. But there we go. Okay, let's see. So, this actually might be the only find, coming in at about 10 cents. Könnte sein, dass das der einzige Fund ist. Kommt so bei 10 Cent rein. And I've already done all of that. I'm nearly done. There's a road up there, the path, and first find. Nothing at all. No trash, no nothing. Okay, also bisher der einzigste Fund hier. Und bisher, tja, also alles, was man gerade gesehen hat. Auf der, wie ich geschwenkt habe, war bisher alles, was ich gefunden hatte. Aber schauen wir mal. Okay. Muss ich doch nochmal einzoomen. Pinpoint again. Geht ein little bit weiter, ein bisschen größer graben scheinbar. Er zeigt zwar den Fund direkt in der Ecke da an, aber wie man sieht, ist der Pinpointer nicht genommen. Schauen wir mal. Okay, da ist er noch. Nice. Looks like a horse brass. Ja, sieht aus wie Schlitzrute. With leather inside still. Also sogar noch mit einem Leder drin. You know the horse brass I found yesterday? Well, this is actually a complete one. And it still has the leather inside. Very hard also. Also sogar sehr hart. Cool. Super. So, I finished the 14 Delta. And I should be, if I'm correct in thinking, I moved over, my car's right there. I just moved over the road into the next field. Because I don't want to drive anybody anywhere else. Also 14 Dora habe ich jetzt fertig gemacht. Bin jetzt einfach über den Weg rüber, wo mein Auto steht. Und ins nächste, in der nächsten Wiese rein. Da oben ist 15 Alpha. Und dies müsste sein 14 Alpha, 14 Bravo, Charlie Delta. Also dies müsste 14 Bravo sein. This should be permission number 14 Bravo. As you notice, I gave every different pastor
even though it's permission number 14, a letter to go with it so I know better later on. And got my first button. Just moved in. I mean, I just came across that little hole right there to go into here. And first button. Also erster Fund gleich a Knopf. There you go. And the next find, cartridge, 1940 or 43, can read the top, W something. Also 1943, Patronenhülse, kann ich da oben nicht sehen, sieht aus wie ein W auf alle Fälle. Okay, there you go. Believe it or not. Horse brass number 2 with leather inside. Sogar zweite Teil. Looks like I nicked it a little bit. Sieht aus, als ob ich jetzt ganz leicht getroffen hätte hier an der Seite. Aber wow, und tief. And was actually very deep too. I just got it out of here. So, also garret depth. Cool. Starts with the horse brass, and I'm only going to finish this one night down to the bottom and then back up, and looks like I'm going to finish with the horse brass. Right. Mit einer Schlitzrose angefangen heute mit dem Funzen. Scheint so, als ob ich mit einer Schlitzrose noch aufhöre heute. Super. So, welcome to a very fast roundup. Also, willkommen zu einer sehr schnellen Zusammenfassung. Haben ja nicht viel gefunden heute. Und da wir heute Nachmittag auch keine Zeit haben zum Suchen, wird es heute alles sein für heute. As I don't have time this afternoon to search, it's going to be the only finds you will see. So, 2 horse brasses, 2 Schlitzrosen, 2 cartridges, 1 button and 1 medicine bottle. Also noch 2 Patronenhülsen und einen Knopf dazu. Ich habe immer, ich rede erst in Englisch, dann in Deutsch. I'm going to speak it, explain this in English first, what I wanted to say. I always thought that the horse brass was actually, they put the rein between the slot at the back here, and then that's how they fastened it to the reins. But you take a look, if I hold it to the window, the leather has actually holes in it that it's sewn on. So it looks like what they did, they sewed these onto the reins with a piece of leather, because they both have short leather pieces right there. And then it's nearly identical, not quite, obviously it's different leather, and the holes are a little bit different. I don't know if you can see that in the video, but they're smaller, this and these are a little bit bigger holes right there. So, also in, wie ich gerade in Englisch gesagt habe, ich habe eigentlich immer gedacht, dass das Leder durch diese Löcher durchgeführt wird, so wie hier das Leder auch ist, und so wurde das festgehalten an den Riemen. Und so, aber scheinbar dadurch, dass die nur 2 kurze Stücke haben, Leder haben, dran Leder haben, wurden die dran genäht, weil die haben auch dementsprechend die Nahtlöcher da, und dann wurden die scheinbar dran genäht und so wurden sie festgehalten. Okay, that's it. I hope you all have a great holiday, have a good weekend, and we'll see you maybe tomorrow. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Feiertag und dementsprechend ein schönes Wochenende, und vielleicht sehen wir uns ja morgen wieder. Tschüss, goodbye.